B1.2. Die Strecke BP ist die kürzeste Verbindung des Punktes B zur Strecke AC. Ergänzen Sie in der Zeichnung zu B1.1 die Strecke BP. Berechnen Sie sodann den Umfang des U des Dreiecks ABP. Hier ist jetzt eine Eingabe drin versteckt, nämlich die Strecke BP ist die kürzeste Verbindung des Punktes B zur Strecke AC. Da muss man jetzt natürlich was über kürzeste Verbindungen wissen, nämlich, Überraschung, kürzeste Verbindungen stehen immer senkrecht zur entsprechenden Seite. Ja, also die kürzeste Verbindung von B zu der Strecke AC, diese Höhe oder diese Verbindung, dieser Abstand ist immer senkrecht. So, da muss man zwei Aufgaben erledigen, nämlich ergänzen und Umfang berechnen. Ja, hier ist der Punkt P dann zu finden. Also, ergänzen wir zuerst eine Zeichnung, dafür wechsle ich wieder rüber in das andere Programm. Wie gesagt, kürzeste Verbindung heißt immer senkrecht. Das bedeutet, man kann hier ganz einfach das Geodreieck nehmen und so lange hinschieben, bis man eben durch den Punkt P, durch den Punkt B hindurchkommt. So, und dann ist genau hier mein Punkt P zu finden. Ich muss jetzt hier nur noch umbenennen. So, dann sieht es im Prinzip so aus. Hier ist mein rechter Winkel drin und das ist da die kürzeste Entfernung von Punkt B auf die Gerade oder auf die Strecke AC. Dann wechsle ich wieder rüber, nämlich für die Berechnung des Umfangs reicht mir eigentlich auch die kleine Skizze zum Berechnen, ist vielleicht etwas übersichtlicher. Also zuerst überlege ich mal, wie ich den Umfang berechne. Umfang des Dreiecks ABP, seht mir hier in der Skizze drin, A, B und P, sind die Strecken AB plus BP plus AE. Diese drei Strecken braucht man. AB ist schon bekannt mit 7 cm, BP und AE müssen also noch berechnet werden. So, fangen wir mal vielleicht mal mit BP an. So, wie kann ich das jetzt berechnen? Ich schaue danach, in welchem Dreieck liegt denn diese Strecke BP drin. Das sehe ich jetzt im Dreieck ABP. Dieses Dreieck ist rechtwinklig, damit funktionieren automatisch Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. So, welchen davon braucht man? Ich kenne die Hypotenuse AB, ja, liegt gegenüber vom rechten Winkel, das ist immer die Hypotenuse. Und jetzt muss ich von einem anderen bekannten Winkel ausgehen, zum Beispiel der Winkel BAC hat mir schon berechnet mit 42,28 Grad und die Strecke BP ist die gegenüberliegende Strecke, also die Gegenkathete. Jetzt muss man eine Formelsammlung nachschlagen, welche dieser vier Sätze arbeitet mit Gegenkathete und Hypotenuse und da stoßen wir eigentlich sofort auf den Sinus. Also Sinus des Winkels BAC ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse BP geteilt durch AB. Größen einsetzen, die bekannt sind. BAC hatten wir in der vorherigen Aufgabe. Das waren 42,28. Ist gleich BP ist weiter unsere Unbekannte, die suchen wir ja, und AB sind 7 cm. Jetzt noch nach BP auflösen. Ja, wenn die 7 im Nenner steht, multiplizieren wir einfach mit 7 durch. Und man kann auch einen Solver benutzen, falls man das lieber mag. Und da folgt daraus 7 mal Sinus 42,28 Grad ist gleich BP. Das können Sie in Ihrer Taschenrechner ausrechnen. Und dann kommt ein Wert von 4,71 cm raus. So, brauchen wir die zweite Seite, AP. Gleiches Spiel, man überlegt sich, in welchem Dreieck liegt diese Seite AP drin, nämlich im Dreieck ABP. Ist nach wie vor rechtwinklig. Wir kennen immer noch die Seite AB und wir kennen die Seite BP. Es funktionieren also Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Welchen man davon jetzt benutzt, muss ich wieder anschauen, welcher funktioniert. Theoretisch würde hier sogar der Pythagoras funktionieren, weil AB und BP sind bekannt. Die dritte Seite ist gesucht. Rechtwinkliges Dreieck, also dieses berühmte A² plus B² gleich C². Wir können aber auch den
Kosinus benutzen, weil die Strecke AE, AP heißt sie, E ist ja ein anderer Punkt, AP liegt an dem Winkel hier unten an, ja, an dem da liegt sie an, das ist also die Ankathete. Und wenn man in der Formelsammlung nachschaut, Ankathete und Hypotenuse ist der Kosinus. Also Kosinus von BAC, ich benutze jetzt den da, auch wenn der Pythagoras auch gegangen wäre, haben wir Ankathete geteilt durch Hypotenuse. Wieder einsetzen. Cosinus von 42,28 Grad ist gleich die gesuchte Strecke AP. Jetzt muss ich ein bisschen hochfahren. Geteilt durch 7. Wieder so umformen, dass AP alleine steht. 7 mal Cosinus von 42,28 Grad ist gleich AP. Wieder mit dem Taschenrechner ausrechnen. Und dann kommt raus, AP sind, wo steht es denn da, 5,18 cm. So, ich habe jetzt also AB mit 7 cm, ich habe BP mit 4,71 und AP mit 5,18. Damit kann ich jetzt den Umfang berechnen. U ist gleich 7 plus 4,71 plus 5,18, das zusammengerechnet sind 16,89 cm. Und das ist der Umfang des Dreiecks ABP.